So, da sind wir bei Evil Within. Weiter geht's. Ich bin schon mal durchs Dorf gelaufen. Wir sind wieder vorne an dem größeren Tor, wo die beiden uns beim letzten Mal überrascht haben. Und jetzt testen wir doch einfach mal, ob wir die Typen anfackeln können, bevor wir hier überhaupt den Hebel betätigen. Wo seid ihr überhaupt? What? Ah, hier liegen sie beide. Jetzt gucken wir mal, das müsste dann theoretisch auch übergreifen. Und bei. Jawoll, und beide verbrennen. Sehr gut. Da haben wir erst gar keine Probleme, während wir da am Hebel rumfingern. Ihr seht, ich habe ammomäßig einen schlechteren Drop gekriegt. Das sind auch Random Drops, so wie es aussieht. Der droppt hier jetzt 6 Kugeln zum Beispiel. Wäre ich jetzt mit dieser Munition hier rangekommen, wäre es dann noch ein bisschen blöder gelaufen, wenn die aufgestanden wären. Deswegen ist es ganz gut, dass es hier mit dem Streichholz funktioniert hat. Und dann öffnen wir mal das Tor und schauen, was da dahinter ist. Ich bin gespannt. Hoffentlich nicht noch mehr Dorf. Mit alten Leuten, denen Draht aus den Augen wächst. Ich weiß auch nicht, diese Body Modifications werden immer komisch heutzutage. Ich meine, ich bin echt noch nicht alt, aber ich komme da nicht mehr mit. Das macht keinen Sinn. Was haben wir denn hier gelandet? Oh Gott. Ich kann auch nicht so wirklich sagen, was es sein soll. Ich gehe mal langsam hier um die Ecke und guck, ob ich. Raschel ich so? Ist das eine Klapperschlange, Mann? Ey, wenn mir jetzt eine Klapperschlange in den Arsch beißt, Mann. Ich bin auf vieles vorbereitet, aber nicht darauf. Okay. Auch nicht auf einen Haufen Kannibalen. Das muss nicht sein. Oder Zombies, oder wie auch immer, Infizierte. Nennen Sie es einfach mal Infizierte. Mit was auch immer sie infiziert sind. Das ist eben genau das, was wir noch nicht wissen. Wo laufe ich überhaupt hin? Ich bleib mal hier. Moment. Gibt es noch weiter rechts als hier? Nein, wir sind an der Wand. Alles gut. Dann versuche ich hier mal langsam vorbeizuschleichen. Vielleicht kann ich hier noch das eine oder andere mitnehmen, während ich hier bin. Ah ja. Eingelegte Gehirne. Sehr gut. 1200. Ist noch nicht so viel. Also, wo wir da in der Klinik waren, wie gesagt, 5000 kosten manche Upgrades. Das ist erst die zweite Stufe. Also brauchen wir noch ein bisschen auf. Wie viele sind das denn? Oh mein Gott. Holy shit. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Na, guten. Immer schön kauen, sonst verschluckt ihr euch. Warum erzähle ich diesen Typen eigentlich, wie man isst? Komme ich irgendwie an dieser verdammten Brücke vorbei, wo der Typ gerade den Eins teilt? Genau dich meine ich. Typ ohne Shirt. Ich glaube, der ist ganz vertieft in sein Essen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, okay. Hier ist es dann aber doch schwierig für mich. Kann ich irgendwo rüberklettern? Shit. Schnallt er das nicht? Ja, natürlich schnallt das. Scheiße. Scheiße. Nichts wie weg von hier. Yep. Oh Gott. Ich hab vergessen, dass du ultra schnell müde bist. Wo sind wir denn lang? Ah, hier. Gott verdammt! Wow! Ja, Mann. Das war die infizierten Dropkicken. Geh bloß, besser für euch. Ist voll der dicke Typ in mir reingefallen. Also falls ich unter Wasser nicht weiß, wo ich bin, einfach immer an die Boje halten. Kapitel Nummer 2, überlebt. Speichern wir mal kurz an der Stelle. Hat's gespeichert? Nein, nicht wirklich. Speichere hier mal ganz kurz drüber. Und dann schauen wir uns Kapitel Nummer 3 direkt an. Bin auf jeden Fall gespannt, wo wir jetzt weitermachen. Unten am Fluss dann wahrscheinlich. Kapitel Nummer 3, die Klauen der Horde. Gerade nochmal gut gegangen, verdammt nochmal. Moment, was stehst du da? Wie zur Hölle hast du den Sturz überlebt? Wie ein Geschäftsführer, die mächtige Auerbach-Arschbombe. Auf jeden Fall mal Gold. 9,3 Punkte. Wo
Funktioniert mein, ich wollte gerade sagen, funktioniert meine Lampe noch? Können wir jetzt die mitnehmen? Oh nein, meine geht noch. Kein Problem. Völlig egal. Oh, jetzt kann ich zerdappen. Ist doch was drin, was ich brauchen kann. Nicht so wirklich, sind also nicht immer gefüllt. Habe ich ja bisher ein bisschen vergessen, die Kisten platt zu machen, aber jetzt ist eure Zeit gekommen. Ich werde auf jeden Fall meinen Arm in jede Kiste mal reindrücken und schauen, was wir drin so finden. Clown der Horde. Das klingt auf jeden Fall schon mal wie Spaß für Groß und Klein. Naja, es klingt wie sehr, sehr viele spitze Finger, die mir die Augen auspieken wollen. Die brauche ich noch. Ihr könnt sie nicht haben. Was ist das denn? Oh, hallo Vogel. Dachte schon, du wärst mutiert und willst mir die Augen auspicken. Das haben alle Leute mit meinen Augen. Einfach einen Leichenhaufen verbrennen, um weiterzukommen. Auch nicht schlecht. Also ich habe für mich mittlerweile so mitgenommen, dass ich wirklich nur Gegner verbrennen muss, die wirklich noch am Leben sind. Und ich denke mal, so werde ich es auch machen. Das sieht aus wie eine Falle. Okay, sieht aus wie eine extrem gefährliche Falle. Keine Falle, die ich jetzt unbedingt persönlich testen will. Freiwillige vor. Ich bin dann immer ganz froh, wenn keiner kommt in so einer Situation. So viel zu unserem Ausweg. Okay, wir sind hier gelandet, ein Bauernhaus. Ich hoffe, wir müssen keine mutierten Kühe boxen. Schauen wir uns doch mal ein bisschen genauer hier um. Ob wir den einen oder anderen Gegner treffen. Es brennt auf jeden Fall Licht. Das heißt, es ist jemand zu Hause. Das ist schon mal nicht gut. Kann ich hier rein oder was ist das? Was ist das nur? Ach so, das ist ein Holzhaufen. Das ist aus wie eine Treppe von weitem. Ich meine, das ist eine sinnlose Treppe, weil es geht gleich dahinter wieder runter, aber man könnte es auch als Treppe. Im Prinzip ist eine Treppe doch auch nur ein gestapelter Holzhaufen. Okay, wir haben volle. Okay, Moment mal ganz kurz. Achso, das ist schon die maximale Energie, die wir haben. Sonst hätte ich gesagt, wir heilen uns mal ganz kurz. Wachst du wieder auf? Ich weiß nicht, ob der wieder aufwacht. Ich verbrenne ihn mal ganz kurz. Ich habe ja gerade genug Streichhölzer dabei. Der hängt hier irgendwie so. Jetzt, wenn er irgendwas zu verbergen hätte, Mann. Ich dachte, drop vielleicht irgendwas. Nein. Okay, das war sinnfrei. Na gut. Man hat sich auch nicht gewehrt. Das heißt, er war wahrscheinlich auch schon tot. Diese Sichel erinnert mich so tierisch an Resident Evil 4 gerade. Fühle mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wie in Resident Evil 4 mit um einiges besserer Steuerung. Ich meine, das Zielen ist noch ein bisschen weird. Das hat am Ende so nicht so gut funktioniert beim letzten Mal irgendwie. Ich habe die Sticks noch ein bisschen eingestellt. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Aber so, die Laufsteuerung ist schon sehr angenehm, muss ich sagen. Ist hier ein Spiegel? Ich höre die Musik da schon wieder. Wahrscheinlich. Oh, ich glaube, immer hinter so einer blutigen Tür ist dann ein Spiegel praktisch. Und vielleicht auch wieder ein Tagebucheintrag. Schauen wir mal. Oh. Genau. Freundliche Dame aus der Klinik. Und hier ist auch wieder Tagebucheintrag. Okay, das ist dann irgendwie wiederkehrend, wie es aussieht. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Mira Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Ach, Sebastian. Wir waren alle schon mal an dieser Stelle. Was ich da. Soll das heißen, ich soll da reingehen? Wenn er so extrem am Leuchten ist. Ich schau mal vorbei, vielleicht hat sie mir irgendwas zu erzählen. Ist, glaube ich, nie eine schlechte Idee, einfach mal reinzugehen. Auch wenn der Kaffee immer leer ist auf dem Tisch. Lady, komm schon. Ich verlange nicht viel von dir. Ein bisschen Kaffee. Das war's. Immerhin darf ich mittlerweile selber die Tür öffnen, was ja schon mal ein kleiner Fortschritt ist. Ja, wir nähern uns so langsam. Haben Sie etwas vergessen? Ein paar Spritzen. Die waren nicht in meinem Kopf, als ich geguckt habe. Was ist da los? Nichts zu sagen? Nein? Okay, ich gehe mal da lang. Kann ich da nicht lang? Warum kann ich da nicht lang? Ist der Stuhl gesperrt? Warum ist der Stuhl gesperrt?
Ah, okay. Die Tür ist einfach zu. Gut. Das kannst du natürlich auch erklären. Schau mal, 1500 ist, wie gesagt, nicht so arg viel, aber wir sollten uns trotzdem irgendwas dafür rauslassen können, was dann vielleicht hilfreich ist. Hab ich gerade mal Reserve oder so, dass wir mehr Zeug tragen können. Wir können unglaublich wenig Zeug tragen. Okay, das haben wir schon verbessert. Dann Spritzen. Ah, kostet 2500. Die Streichhölzer sind recht günstig, aber könnte ich mich das auch nicht alles rausschmeißen dafür. Spritzenwirkung. Oh, das ist teuer. Okay, das ist extrem teuer. Gut, ich sehe gerade, Spritzenwirkung war auch irgendwie eins der teuersten Sachen, die ich mir da ausgeguckt habe. Also habe ich meine Latte relativ hoch gehangen. Die anderen Sachen sind gar nicht so arg teuer. Ich meine, die haben natürlich auch viele Stufen. Das heißt, da wird es auch noch das eine oder andere geben dann. Aber ja, die Waffe lasse ich jetzt erstmal. Da können wir noch extra die Waffe auswählen. Auch die Lebensenergie können wir nicht machen. Okay, weißt du was? Ich glaube, das macht dann doch nicht so wirklich Sinn. Ich sollte weiter sammeln. Dachte, sie erzählt mir vielleicht noch irgendwas Interessantes, wenn wir hier reinkommen. Wie ihr Tag so war. Es muss einsam hier sein. Oder? Es muss mega einsam sein. Ganz alleine, nur mit dem Stuhl. Nur sie und der Stuhl. Den ganzen Tag. Der Stuhl ist kein guter Gesprächspartner. Mach's gut. Huch, das war die falsche Taste. Ich muss auch echt mal drüber nachdenken, irgendwann die Stamina zu erhöhen. Das ist furchtbar. Ey, wie ein alter Mann. Zwei Kippen gleichzeitig am Rauchen. Ja, fick die Tür, so sieht's aus. Ich fass sie doch nicht an. Hast du sie mal gesehen? Voll eklig. Oh halt, ich bin ja bei irgendjemandem zu Hause. Vielleicht sollte ich nicht einfach die Türen eintreten. Scheint aber wirklich niemand zu Hause zu sein. Das ist gut. Kann ich euch eure meterlangen Streichhölzer klauen? Was ist das denn? Bomben? Okay. Mit X die Nadel anhalten. Blau Erfolg, Rot Fehlschlag. Das klingt ein bisschen zu nett dafür, dass es uns wahrscheinlich im Raum verteilen wird. What? Alter! Er hätte mir vielleicht sagen sollen, dass es eine Umdrehung macht und mehr nicht. Komm schon. Gut, aus Fehlern lernt man. Oder ist dann plötzlich nur noch ein Torso? Das ist dumm gelaufen. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal ohne in der Mitte zerrissen zu werden. Das wäre mir schon ganz recht. Ja, ganz hin und her gerissen gewesen von dieser Entschärfungsaktion. Ja, das ist jetzt wirklich nur eine Umdrehung. Das muss ich echt im Kopf behalten. Ich dachte, ich habe vielleicht noch kurz Zeit und kann mich erstmal an die Geschwindigkeit von dem Zeiger gewöhnen. Nicht so wirklich. Keine Zeit. Habe ich eigentlich alles mitgenommen? Liegt in der Badewanne vielleicht irgendwas rum? Nope, nicht wirklich. Ist das... Ah, da, Moment mal, was ist das denn? Kartenfragment 4? Habe ich drei Stück schon vergessen? Das, ja, okay. Scheinbar habe ich schon drei Kartenfragmente vergessen, was nicht so wirklich toll ist. Okay, diese Bomben, ich probier's, ich probier's. Ich habe überlegt, ich will mir den Hof vielleicht nochmal einfach ein bisschen genauer anschauen. Komm schon! Yes! Okay. Man muss sehr, sehr früh die Taste drücken, dass das auf jeden Fall noch anhält. Das Ding läuft noch ein bisschen nach. Das ist aber auch das Einzige, was dieses Ding mit Super Mario gemeinsam hat. Alter, das war knapp. Okay. Jetzt kann ich auch die Streichhölzer einsacken und dann nochmal auf den Hof rausgehen und gucken, ob da vielleicht noch irgendwelche Goodies rumliegen, die wir brauchen können. Okay. Was genau ist das hier? Oh, shit! Okay, ich gehe schon nicht weit. Ich hab's verstanden. Alles klar. Es gibt Leute, die wollen mich einfach nicht an bestimmten Stellen haben und ich muss mich halt einfach jetzt mal dran halten für einen Moment. Also ganz ehrlich, gegen eine Wand aus Metallstacheln kann ich beim besten Willen nichts machen. Einfach nur am Abhängen, die Typen. Ich glaube, die machen mir keine großen Probleme mehr. Da ist ein Hatchet. Okay. Sehr cool. Das ist dann irgendwie... Ja, Mann, kann ich damit zuschlagen. Geil.
Wunderbar. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine bisschen bessere Waffe hier. Als unsere Fäuste. Der wir vielleicht dann irgendwas gegen Gegner im Nahkampf ein bisschen ausrichten können. Ich gehe mal langsam weiter. Vielleicht finde ich ja direkt schon irgendeinen, an dem ich dieses Ding testen kann. Okay, ich glaube, der ist tot. Der latscht irgendjemand rum. Ich habe doch hier irgendjemand rumschlürfen hören, Mann. Heb deine Füße, deine Schuhe gehen kaputt. Weißt du, wie am Arsch die Sohle nach einer Woche ist? Lern zu laufen, hast du länger was davon. Mal gucken, ob wir noch arg lang was von unserem Leben haben. Oh shit, okay. Es ist jedes Mal... Muss ich den Atem anhalten hier. Sehr gut, bisschen Pistolenmunition. Und meine Hatchet? Okay. So viel dazu. Es war ein kurzer Spaß. Es war ein extrem kurzer Spaß für diesen Teil. Die hat aber mit Schärfen irgendwie fallen lassen. Na gut. Was soll's. Darf mich aber nicht blicken lassen. Das war's aber auch schon größtenteils. Es geht dann nach oben. Da schaue ich mich auf jeden Fall mal um. Gehe ich aber doch ein bisschen langsamer vor. Ich muss jetzt nicht jedem direkt die Einladung geben, sich an meinen köstlichen Hals zu laben. Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, hier sind sehr viele gefährliche Gegner gerade unterwegs. Irgendwie ist hier gar niemand zu Hause. Muss man in aller Seelenruhe hier dieses Ding entschärfen. Oh, zu viele sogar. Interessant. Das ist ein Zeichen. Wir sollten öfter grillen. Ich finde es ja schon witzig, wie er auf die Kisten einschlägt. Wie als wenn sein Leben davon abhängen würde. Finde ich gut, Sebastian. Zeig's den verdammten Holzdingern. Kann ich auch nicht durch. Mich durchschlängeln irgendwie. Nee, leider nicht. Oh, ein köstliches Gehirn. 1800, nicht übel. Streichhölzer. Na super. Genau die habe ich mir gewünscht. What? Das ist der Doc. Das klingt wie der Doc auf jeden Fall. Den wir in einer Anstalt getroffen haben. Der scheint also auch noch am Leben zu sein. Was macht der denn so? Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Kannst du mir nicht auf der Stelle sagen, was es ist? Muss mich erst da nach hinten lotsen? Der führt doch was im Schilde, Mann. Ich muss erstmal diese Kiste hassen und dann kann ich drüber nachdenken, ob ich dir folgen will. So, erstmal hier die gute Ammo noch mitnehmen. Können wir überhaupt so viel Ammo tragen? Ich weiß gar nicht. Ich sammle gerade die ganze Zeit Ammo an, was ich ja sehr gut finde. Aber man bekommt es irgendwie so vor, als wenn hier bald Ende wäre damit. Bevor ich ihm da folge, gucke ich mir die Ecke auch noch an. Keine Ahnung, ob ich dann da weitergehe, denn wie gesagt, da sind diese komischen Metallfallen runtergegangen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht auf der anderen Seite jetzt runterdroppen und dann absolut nicht mehr zurück können. Bevor ich jetzt hier irgendwas Gutes vergesse, schaue ich es mir lieber nochmal an. Wow, okay, alles gut. Moment mal. Ah, hier waren die Bomben. Okay, jetzt sind wir hier wieder drin. Alles klar, wir sind einfach nur oben rüber gelaufen im Prinzip. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut rein. Wir schauen beim nächsten Mal, was der Doc uns so Wichtiges zeigen wollte. Ich ahne ja Furchtbares. Wahrscheinlich Leute, die mit irgendwelchen Spitzhacken nach mir werfen. Ich kann es mir gut vorstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.